To do something. Und es mag so sein, dass ihr nicht gerade auf etwas wartet, das Gott tun soll. You may be on the other side of prayer. Ihr seid vielleicht auf der anderen Seite des Gebets. Meaning God has answered your prayer. Vielleicht hat Gott ein Gebet von he euch has beantwortet. Come through for you. Er ist durchgekommen bei euch. He has healed your body. Er hat euch geheilt. He has delivered you. Er hat euch befreit. He has saved your soul. Er hat eure Seele gerettet. So you can sing this song as a testimony to someone else. So könnt ihr dieses Lied singen, aber als Zeugnis für andere. To encourage them. Um andere zu ermutigen. And say, I tried the Lord. Und sagen, ich habe den Herrn ausprobiert. And he's faithful. Und er ist treu. He will answer prayer. Er beantwortet unsere Gebete. He will do what he said. Er wird tun, was er verheißen hat. If you have that testimony, wenn ihr dieses Zeugnis habt, then you can sing these words. Dann könnt ihr diese Worte mit uns singen. Did he do? Did he do? What he said? What it's a question. He did he do? Did he do? What he said? What he said? Yes, he did. What he said.